Freunde, Familie und die internationale Gemeinschaft atmeten erleichtert auf. Am Sonntag, den 28. März, nahm der chinesische Menschenrechtsanwalt Gao Zhisheng wieder mit der Öffentlichkeit Kontakt auf. Gao sagt, er sei nun frei. Vor mehr als einem Jahr hatten ihn chinesische Agenten von seinem Haus weggebracht. Für den Vorsitzenden der Demokratischen Partei Hongkongs, Albert Ho, ist der internationale Druck auf das chinesische Regime der Grund für diese Entwicklung. Aber Ho glaubt, dass Gao immer noch bedroht wird. Die beiden Anwälte von Ho sprachen mit Gao. Wir hatten das Gefühl, dass er sich nicht frei äußerte und glauben, dass er bewacht wurde. Er könnte sogar unter großer Bedrohung gesprochen haben. Ihr Ziel ist nur zu vermitteln, dass Gao lebt. Dieser Verdacht wird von vielen geteilt, die mit Gao gesprochen haben. Der in Peking ansässige Menschenrechtsanwalt Li Xiaoping berichtete Radio Free Asia, dass Gao unbedingt ihr Telefonat kurz halten wollte. Als ich mit ihm am Telefon sprach, spürte ich eindeutig, dass er nicht frei war. Wir sprachen nur 2 bis 3 Minuten, dann seufzte er und sagte, ich werde dich später anrufen, wenn es besser passt. Jetzt sind ein paar Freunde da und ich muss einige Dinge erledigen. Und er wollte auflegen. Es ist klar, dass jemand ihm andeutete, nicht länger zu sprechen. Für Albert Ho muss das chinesische Regime eine klare Erklärung abgeben, warum Gao noch immer nicht frei ist. Er hat keine Freiheiten, sich zu bewegen oder zu arbeiten. Er kann keinen Kontakt mit der Außenwelt aufnehmen und sich selbst nicht frei äußern. Meiner Meinung nach steht die chinesische Regierung in der Pflicht zu erklären, warum ihm diese Freiheiten genommen wurden. Gao veröffentlichte zuvor einen Bericht über die ernsthafte Folter, die er erlitt, als er 2007 von chinesischen Behörden gefangen genommen wurde. Vorerst bleibt die Besorgnis um Gaos Sicherheit.